Flea Forkovic. Mein Name ist Slash Braceball. Zusammen sind wir Beat Supply. Yeah. Ja, wir sind zwei Beatbauer, die schon seit 15 Jahren ungefähr Beats schrauben so. Und ja, war einfach mal an der Zeit, da mit was wirklich auch anzufangen. Und deswegen haben wir Beat Supply gegründet, damals 2013, zusammen noch mit dem Beaver. Und haben unser erstes Beat-Tape released. Und ja, Beaver hat sich dann zwischenzeitlich eine Auszeit gegönnt. Dann haben wir unser zweites Beat-Tape released, 2015. Und ja, wir waren der Meinung, dass da noch mehr draus entstehen sollte. Also seit einiger Zeit sind wir dran, das dritte Beat Supply Tape auf den Weg zu bringen. Und das wird auf jeden Fall auch, wenn alles gut läuft, dieses Jahr noch an den Start gehen. Aber zwischenzeitlich haben wir uns sehr viel befasst mit einer eigenen Homepage, die jetzt an den Start gehen soll, beatsupply.de. Auf der wir unsere Werke präsentieren wollen und Beats verkaufen wollen und Drumkits verkaufen wollen. Einfach den dopesten Shit, den ihr je gehört habt, ja. Also wir haben genau mit beatsupply.de uns eine kleine Plattform errichtet, auf der wir unsere Beats an den Start bringen. Ihr könnt es euch runterladen, könnt es euch kaufen und könnt direkt loslegen, darauf aufnehmen. Da gibt es die Möglichkeit, die Beats einfach exklusiv sich zu kaufen und dann sind das praktisch eure Beats und damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Und ja, darüber hinaus haben wir dann auch Drumkits am Start und die wollen wir auch über die Homepage einfach verticken, weil wir dachten, dass man so ein komprimiertes, dopes Paket an Drums ja, das rar gesät und wir wollten es einfach liefern. Wir bauen ja schon seit ungefähr 15 Jahren Beats und da hat sich einfach eine Menge angesammelt an Samples, die man irgendwo abgegriffen hat. Und wir haben jetzt quasi ewig viel Stuff, den wir rumfliegen hatten, durchforstet und gecheckt. Wir sind wirklich die übertriebensten Drums am Start und haben Projekte von uns, also Beats, die wir schon gebaut haben, da nochmal geschaut, Sachen rausgesampelt, um letztlich quasi die aller übertriebensten Drums die wir so finden konnten, einfach in ein Paket zu packen. Das Ganze haben wir dann genommen im Endeffekt und haben uns die Mühe gemacht, die Drums nochmal schön zu equalizen und teilweise nochmal durch Effekte durchzuziehen, durchzuschleifen und dass einfach ein richtig stabiles Drumkit am Start ist und man da nicht mehr viel rum hantieren muss, sondern die direkt nehmen kann und loslegen kann. Zieht euch rein, geht auf beatsupply.de, checkt die Beats aus, checkt die Drumkits und ja, seid gespannt. Tschüss. We'll be right back.